Das ist Jule. Sie wird euch heute die verschiedenen Griffarten und das natürliche Greifen erklären. Griffe können in der Kletterwand oder in der Natur in verschiedene Richtungen zeigen. Seitgriffe werden seitlich gegriffen. Untergriffe von unten. Obergriffe von oben. Was alle Griffe gemeinsam haben, ist das natürliche Greifen. Griffe sollten so gegriffen werden, dass ihr beim Greifen in eure Handflächen schauen könnt. Schaut ihr beim Klettern auf eine gedachte Uhr, greift ihr einen Griff meist mit der falschen Hand. Das ist sehr kraftaufwendig oder hindert euch am Weitergreifen. Nur speziell bei Schulterzügen ist diese Art des Greifens gefordert. Griffarten. Der am besten zu greifende Griff ist der Henkel. Meistens kann dieser Griff mit der ganzen Hand gegriffen werden oder es finden zumindest alle Fingerglieder einen Platz. Können wir bei einem Griff hintergreifen, wie beim Henkel, sprechen wir von einem positiven Griff. Wie der Name des Griffes schon sagt, wird bei Zangengriffen der Griff wie mit einer Zange gegriffen. Von der einen Seite möglichst mit allen vier Fingern, von der anderen mit dem Daumen. So entsteht ein Gegendruck, um den Griff zu halten. Aufleger oder auch Sloper genannt, sind meist runde, abschüssige Griffe, die auf Reibung gehalten werden. Auf Reibung halten heißt, dass versucht wird, möglichst viel Handfläche auf dem Griff zu platzieren, um viel Reibung zu erzeugen. Beim Sloper ist es wichtig, dass die Zugrichtung immer entgegengesetzt der Auflagefläche ist, um möglichst viel Kraft zu erzeugen. Griffe, die abfallend sind, wie der Sloper, werden auch als negative Griffe bezeichnet. Etwas anspruchsvollere Griffe sind die Leisten. Sie sind meist länglich und haben eine kleine Auflagefläche für die Finger. Das heißt, nicht alle Fingerglieder finden einen Platz. Meist passt das erste oder zweite Fingerglied auf eine Leiste. Auch hier finden wir wieder sowohl positive Leisten als auch flache oder sogar abfallende negative Leisten. Besonders anspruchsvoll wird es bei Fingerlöchern. Das Loch kann nur mit ein, zwei oder drei Fingern gegriffen werden. Sowohl Leisten als auch Fingerlöcher erfordern viel Fingerkraft. Als Anfänger solltet ihr versuchen, diese Griffe zu vermeiden, da die Verletzungsgefahr sehr groß ist, wenn die Fingerkraft zum Halten dieser Griffe fehlt. Fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Es gibt verschiedene Griffe, die positiv, flach oder negativ sein können. Wir unterscheiden verschiedene Griffarten, wie Henkel, Leisten, Löcher, Zangen oder Aufleger. Bei den Griffrichtungen können wir Griffe seitlich, von unten und von oben greifen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Weitere Videos zu den verschiedenen Techniken findet ihr in unserer Lehrvideoreihe Bouldern.